Sammy hat seine Jungs überall gehabt. Einer hat in der Reinigung gearbeitet und die Uniformen beschafft, die Georgie Marcano und Lincoln am Tag des Überfalls getragen haben. Ein anderer war Hausmeister bei der Federal Reserve Bank und hat eine Planskizze geliefert. Der Überfall auf die Federal Reserve Bank war perfekt getimt und wäre völlig unmöglich gewesen ohne die Mitwirkung von Sammy Robinson, Lincoln Clay und dem Rest der schwarzen Mafia. Tja, ist halt so. Eine Woche vor Mardi Gras. Dann sitzen wir rauchend auf der Bank. Oh, US Army Kluft. Frisch aus Vietnam zurück? Ja. Ja, wieso? Ich war ein Marine im Pazifik. Ich sag dir jetzt mal was. Du bist zwar daheim, aber noch nicht zurück. Verstehst du? Ja. All die Menschen hier, die kapieren das nicht. Werden sie auch nie. Hey, sieh zu, dass du sauber bleibst. Sauber im Sinne von Duschen? Das ist ein schickes Auto. Entschuldige die Verspätung. Ich stand auf der Brücke im Stau. Kein Problem. Verzeihung, Sir. Ich suche meinen Stiefbruder Lincoln Clay. Wo ist er? Früher bist du bei der kleinsten Verspätung ausgerastet. Du blödes Arschloch. Oh, so kenne ich dich. Schon mal interessant, wir haben unseren Bruder. Weißt du, das erste Mal seit 4 Jahren hat mir keiner gesagt, wo ich hin soll, was ich tun soll und wie ich es tun soll. Das war der Knaller. Wie geht's denn deinem Alten? Mann, fang bloß nicht mit Pops an. Der muss endlich mal seinen Arsch hochkriegen. Also ist ja alles wie immer. Ich sag dir, du hast keine Ahnung. Mann, oh Mann. War mein Cousin? Sieht spitze aus. Ja. Wie ich ihn kann ich aufgepasst. Ich würde mich nie trauen, mit deiner Karre Scheiß zu bauen, Mann. Dann mal los. Fahren wir nach Hause. Yay, Autofahren. Autofahren mit einem hübschen Auto. Ja, Route ist klar. Völlig verständlich. Ach so. Nach hinten soll er. Zack. Route. Boah, die Grafik sieht echt nicht schlecht aus, muss man schon sagen. Okay, und Sammy, geht's gut? Seit das Telegramm kam, dass du heimkommst, saß er auf glühenden Kohlen. Und wenn das Flugzeug abstürzt, wenn der Zug Verspätung hat, wenn die ihn zurückbeordern, dann hat er sich mit einem Whisky ans Küchenfenster gestellt, als ob er dachte, du kennst gleich den Bürgersteig lang. Also dürft man gerade nicht. Sag aber nicht, dass ich dir das erzählt habe. Mach ich nicht. Seit der Sache mit Mama... Scheiße, du weißt ja, wie er manchmal ist. Er wird froh sein, wenn du da bist. Ich hoffe mal nicht, dass er das Auto gleich zu Schrott war. Das ist nicht so mein Ziel. Polizei beobachtet und die Polizei greift dich an, wenn du in ihrem Sichtbereich Verbrechen begehst, dich verdächtig verhältst oder auch nur gegen Verkehrsregeln verstößt. Die Polizeibeobachtung wird durch eine blaue Markierung in der Bildschirmmitte angezeigt. Alles klar. Erinnerst du dich noch an Marty und Ron Langford? Weißt du, jetzt habe ich gerade eine Verkehrs... Die kamen nach Empire Bay, als du gerade ein Jahr weg warst. Nicht ganz. Sie verkaufen Gras. Hätte ich machen können. Haben angerufen und gefragt, ob ich das was haben will. Nicht gestanden. Ich habe ja gesagt, ist für mich wie geschenktes Geld. Jedenfalls, vor einem Monat kriege ich Post von Ron und Marty. Sie steigen in den Heroinmarkt ein und suchen einen Partner für hier unten. Glaub nicht, dass Sammy da scharf drauf war. Von dem Gras habe ich ihm nie erzählt, geht keinem was an. Aber darüber muss ich mit ihm reden. Keine 3 Worte und er brüllt los von wegen FBI und dass wir J. Edgar an den Hals kriegen. Und was mir einfällt, Dope zu verkaufen, wenn Kinder im Viertel rumrennen. Wir verkaufen kein Dope an Kinder. Als ob wir überhaupt die Kohle dafür hätten. Aber jetzt mal ohne Scheiß. H ist keine Show. Ich kannte ein paar Typen mit Namen, die es vertickt haben. Haben sich dann mit den Falschen angelegt und man hat ihnen die Kehlen durchgeschnitten. Scheiße, Mann, das weiß ich doch. Deswegen rede ich mit Georgie drüber. Das lässt Sal sich niemals gefallen. Georgie sagt, er kann es vor seinem Alten verheimlichen. Wir meiden das Hollow und Frisco und verkaufen nur im French Ward. Georgies Onkel Lou hält das Maul, solange wir ihm seinen Anker geben. Ich weiß nicht, Mann. Georgie ist ein cooler Typ und alles, aber H ist kein Spiel. Mach doch mit. Er hat sicher nichts dagegen, wenn wir durch 3 teilen. Weiß nicht. Ich zieh mich mal zurück und denk eine Runde nach. Ja, gut.
Schon klar. Ja, 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 schneller. Ja. Oh, wir haben ja sogar oben in der Mitte einen Rückspiegel. Wenn du erst mal angekommen bist, dachte ich, schau in diesem neuen Laden im French Ward vorbei. Mit zwei Mädels vielleicht. Ach, hätte ich bessere Beschreibung. Wen soll ich da hingehen? Abgezogen. Mit deiner Großtante Beatrice? Oh Gott, habe ich dir schon erzählt, dass ich sie mal ohne Bluse gesehen habe? Diese Frau hat die gruseligsten Hängetitten, die ich je gesehen habe. Die waren wie zwei Kartoffelsäcke mit nichts drin. Oh Gott, das will ich mir gar nicht bildlich vorstellen. Hey Mann, fick dich. Ich hatte verdammtes Glück, dass ich das überlebt habe. Jedenfalls, du gehst mit Regine. Regine? Komm, wir gehen vorne rein. Du wirst deinen Kriegsheldenarsch nicht durch die Hintertür reinschmuggeln. Seht mal, wenn ich mein Schnorren vor dem Bahnhof aufgelesen habe. Hey, freut mich, Mann. Hallo. Mann, oh, ja. Du solltest doch Lincoln Clay heimbringen. Ja, hat nicht auch den Mordsnigger, der ihn gefressen hat. So sieht's aus, alter Mann. Ich wäre endlich mal da, wo Leute kochen können. Hey, willkommen daheim, mein Junge. Wie geht's? Gut. Ah, vielleicht geht's gleich, wenn ich was zu trinken bekomme. Ah, den Kornwhisky hast du ja immer schon geliebt. Alle herhören, ich will was sagen. Oha. Mein Vater meinte immer, dass sich der Wert eines Mannes in der Spur zeigt, die er hinterlässt. Als Lincoln mir eröffnet hat, dass er zum Militär will, war ich dagegen. Zu gefährlich, sag ich. Lass doch die anderen sich die Köpfe einschlagen. Doch dann habe ich erkannt, Lincoln muss da raus und seine Spur hinterlassen. Und genau das hat er auch getan. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Das ist nett. Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! Pour Lincoln! Oh Gott, Französisch. Irgendwas mit zu Hause. Oder Haus? Komm hier. Hey. Hey. Siehst gut aus. Schön, dich zu sehen, Lincoln. Hey, ist es der Pastor aus dem Intro? Ich hab für dich gebetet. Danke, Pater. Vielen Dank dafür. Oder Pater. Okay, wer säuft sich jetzt alles die Hucke voll? Was fühlt man, wenn man aus dem Krieg zurückkommt? Erleichterung? Furcht? Schuld? Es ist, als wäre man gefangen. In einem dunklen Raum. Ohne einen Ausweg. Und jede Angst, jeder Albtraum, den man je hatte, ist mit dir in diesem Raum. Keine Chance zu fliehen. Kein Entrinnen. Doch dann, eines Tages, öffnet sich eine Tür und man kann gehen. Einfach so. Aber man hat mit dem Terror und der Todesangst seinen Frieden gemacht. Das alles gehört nun zu dir. Und du hast Angst, dich davon zu trennen. Aber was bleibt einem übrig? Jeder Soldat muss dadurch. Ein jeder auf seine Art. Ja. Oh, Mann, werde ich morgen Schädel haben. Ach komm, schlaf dich einfach aus. Dein Zimmer ist noch so wie früher. Ich leg mich lieber in den Keller. Wieso in den Keller? Du willst doch nicht etwa da unten pennen, ne? Wir sehen uns morgen früh. Mann, oh Mann, der Krieg hat dich wohl völlig weich in der Birne gemacht, oder? Warum schlafe ich denn im Keller? Bin ich ein Kellerkind? Juhu, bin Kellerkind. Sieht aber nicht so schick hier aus. Nicht wirklich. Sieht eher ein bisschen aus wie ein Vorratskeller. Und warum steht in einem Vorratskeller ein Bett? Das ist eine gute Frage. Oh, was haben wir denn hier? Jaha. Das kennen wir auch schon aus den anderen Spielchen. Spielchen, ja, okay. Die wunderschönen Playboy-Hefte, die man so einsammeln kann.
Albträume. Posttraumatisches Belastungssyndrom. Rede mit Sammy und Alice. Also gehen wir wieder nach oben. Und gucken mal, was die so mit uns bereden haben. Ich finde diese Grafik irgendwie nicht schlecht. Also es gefällt mir auf jeden Fall. Ja, schöne Locken. Ich mag Locken. Wir pfeifen kohlemäßig aus dem letzten Loch und zahlen Lebensmittel für das ganze Viertel, so eine Scheiße. Hör auf, so zu reden. Das wäre nie passiert, wenn du auf mich gehört hättest. Was ist denn passiert? Mach du dir keine Sorgen darüber, Lincoln. Ich habe alles unter Kontrolle. Unter Kontrolle? Verdammt nochmal, mach die Augen auf. Junge, ich warne dich nicht nochmal. Ganz wie du willst, alter Mann. Mhm. Lass ihn gehen. Der beruhigt sich wieder. Willst du mir sagen, wieso er sich so aufregt? Wir haben Probleme mit den Haitianern. Aber wie gesagt, alles unter Kontrolle. Okay, alles eingeladen. Ich denke, wir haben genug für... Soll ich später wiederkommen? Zur Feier, dass du unversehrt heimgekehrt bist, habe ich Pater James eine Spende zukommen lassen. Und zwar Nahrungsmittel, die er an bedürftige Familien verteilen kann. Vielleicht willst du mir ja helfen, Lincoln, dann kannst du dir dein Viertel mal ansehen. Wie ernst ist die Sache mit den Haitianern? Du kennst doch Alice. Wenn den mal einer schief anschaut, flippt er doch immer gleich aus. Also dann, ich komm später wieder. Quatsch. Lincoln muss mal raus. Hab einen schönen Tag. Außerdem ist doch gut, wenn ihr ein bisschen Zeit zusammen verbringt. Na los. Die Leute warten schon auf ihr Essen. Oh, ich habe Lincoln oft gesehen, seit seiner Rückkehr. Er wollte raus aus der Stadt, hat er mir erzählt, nach Kalifornien rüber. Irgendein Freund aus der Army hätte ihm einen Job bei der Mare Island Werft verschaffen können. Er ist nur zurückgekommen, um sich von Alice und Sammy zu verabschieden. Aber dann hat er mitbekommen, dass Sammy Ärger mit diesen Haitianern hatte. Und so entschied er sich zu bleiben. Ja, so ist das eben. Diese Haitianer sind richtig üble Typen. Kann man verstehen. Familie ist wichtig. Doch gerade bei der Mafia. Sammy helfen. Was auch der Krieg aus ihm gemacht hatte. Er war loyal wie immer. Diese Rückblenden bzw. diese Interviews gefallen mir auch nicht schlecht. Das ist auch eine schöne Form der Geschichtenerzählung. Eine Suppenküche. Ich denke, als Schweißer bei 3 Monate Ausbildung, dann lässt die Gewerkschaft dich rein. Hast du Sammy und Alice erzählt? Folge Vater James. Ich wollte ein paar Tage warten und von überall laufen solche schönen alten Lieder, die man so schön aus dem, aus unserer Jugend kennt. Serviere das Gumbo. Das sieht aber sehr lecker aus. Bohnen und Tomaten und warum sieht das so orange, so gelb aus, wenn das im Topf voll orange ist? No, das ist natürlich nicht so. Und zack. Wie viele Leute stehen denn da in der Schlange? Ah, 5 Leute. Insgesamt kriegen wir hin. Auch jeder war ein nettes Lächeln. Was du hier tust, ist ein wahrer Segen für uns, Lincoln. Ja, natürlich. Vielen Dank. Mach ich doch gerne. Er sieht so ein bisschen aus wie Roberto Blanco, und jo. Erst 2 Tage hier und die schicken dich schon arbeiten? Ah, ich mach das gern. Bedeutet ja, genau. Uns allen echt viel. Werd besser nicht alt, Junge. Das ist eine verdammte Quälerei. Ich guck mal, was ich machen kann. Und sie sah ein bisschen merkwürdig aus. Hi, Lincoln. Wie geht's, Reggie? Oh, hallo. Mir geht's gut. Schön, dich mal wieder im Hollow zu sehen. Schön, diese großen braunen Augen wieder zu sehen. Nun, die sind meist drüben bei meiner Tante zusammen mit dem Rest von mir. Du solltest mal vorbeikommen. Okay. Lincoln, es gibt Ärger! Renn weg, Reggie! Lincoln, hier oben, wir mit dir fertig sind, ist Sammy dran. Was ist hier los? Über Deckung springen, W und Leertaste. Ihr Kerle solltet euch was schämen! Was ist denn hier los?
Halt. Heute ist dein erster Todestag. Hab ihn verwundet. Oh. Ich hab ihn gerade so krass geschlagen, dass sein Kopf im Schrank verschwunden ist. Geil. Ja. Wer überfällt denn bitte schön eine Suppenküche? François Papadoc Duvalier wurde 1957 zum Präsidenten Haitis gewählt. Bis 1959 schuf er eine Geheimpolizei mit Namen Tonton Macoute und wer konnte, der floh. Die meisten Flüchtlinge siedelten sich im Süden der Vereinigten Staaten an, darunter auch eine Anzahl Schwerkrimineller. Und die bildeten den Kern der späteren Haitianer-Gang. Lincoln erfuhr, dass sie aus den Sümpfen operierten. Ihr Boss war ein Mann namens Parker. Okay. Ah, schon fertig bei Pater James? Gab Stress mit den Haitianern. Sag jetzt, was los ist. Was geht hier wirklich ab? Tja, ist wohl besser so. Vor 6 oder 7 Monaten fing's an. Die Leute im Hollow wurden ausgeraubt. Geld, Wertsachen. Dies und das eben. Schon bald hatten wir raus, wer es war, die Haitianer. Dann waren die Bâtards sans valeur scharf auf die Lotterie. Um wie viel geht's dabei? Wie viel? Genug für einen riesen Schuldenberg bei Selma Carno. Wir können ihn seit 3 Monaten nicht bezahlen. Ach du Scheiße. Wenn ich sie mir vornehme, verschafft uns das Luft bei Macano, richtig? Überlass mir mal, Sal. Wir kennen uns schon ewig. Aber die Sache mit den Haitianern, das muss endlich aufhören. Du und Alice, ihr müsst das regeln. Wo finden wir sie? Wirklich mal. In den 20ern haben die Leute in Bayou Salz gewonnen. Sogar eine kleine Siedlung gab's da unten. Als die Depression kam, verließen sie sie. Das Ganze kann nur von da ausgehen. Wir werden Waffen und Munition brauchen. Ruf die Nummer an. Aber tu's bitte nicht von hier. Sollte möglichst unauffällig sein. Okay. Oder? Wir durchkämmen das Hollow, schnappen jeden von diesen Schwanzlutschern und legen sie um. Thema beendet. Das Letzte, was wir hier im Viertel noch brauchen können, sind Schwarze, die sich gegenseitig killen. Wir machen das leise. Weit weg von hier. Wenn wir die eliminieren, die ganz oben stehen, erledigt sich der Rest von ganz alleine. Glaub mir. Okay, alter Kämpfer. Ganz wie du meinst. Seid vorsichtig, ja? Die Haitianer sind heftig drauf. Ich bin auch heftig. Die solltet ihr nie unterschätzen. Ich bin so heftig, dass ich gerade jemanden in den Schrank reingeschlagen habe. Diverse Cell. Suscite l'hostilité. Ich kenne immer kein Französisch. Tut mir leid. Ein Hovercraft. Willst du das wirklich so machen? Das Letzte, was sie erwarten, ist ein Angriff vom Wasser aus. Fahr rüber zur Straße und bleib im Auto. Ich treffe dich da, wenn alles vorbei ist. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Vertrau mir, Alice. Bald haben wir das alles hinter uns. Ich muss hier... Oh, muss ich schwimmen? Aber das Ding finde ich geil. Hoffentlich können wir das später auch irgendwie nochmal selbst steuern. Wenn wir wild durch die Flüsse fahren. So, kann ich nicht einfach hier hinschwimmen und den Typen vom Wasser aus eliminieren? Möglicherweise. Papa Legba, öffne mir das Tor. Atibon Legba, öffne mir das Tor. Ja, nicht so laut, nicht so laut. Oh, was mache ich denn da? Bin zu laut. Wir geben nicht auf, bevor wir ihn haben, Bruder! Ups!
Na okay, das wäre ein bisschen doof von mir. Ernsthaft, jetzt sind schon alle alarmiert. Alarminiert. Schleichen. Schleiche dich in eine Gruppe und verbirge dich vor ihnen. Die genische Aufmerksamkeit wird von der weißen Markierung in der Bildschirmmitte angezeigt. Ja, okay. Kommst du dann auch von zu nah oder machst du Lärm, weitet sich diese Markierung aus. Dann werden die Gegner anfangen, nach dir zu suchen. Ja, habe ich ja gerade gut im Wasser gemacht. Wenn du jemanden verfolgst, machst du weniger Lärm und hältst dich aus dem Blick der Gegner raus. Während Gegner nach dir suchen, bleibt in Deckung. Sobald die Suche endet, verschwindet die Aufmerksamkeitsmarkierung. Das heißt, die suchen glaube ich immer noch nach mir, oder? Wir geben nicht auf, bevor wir ihn haben, Bruder! Wir sehen uns die Scheiße mal an! Ach du Scheiße. Huch. Wie kann ich den Deckung wechseln? Hab ihn im Visier. Da ist was. Ach du Scheiße, ich wollte doch nur die Deckung wechseln. Heute wirst du sterben. Wie kann ich denn die Deckung wechseln? Das war ein guter Hinweis. Attacke. Was? Du hast schwere Verletzungen davon getragen, deine Gesundheit ist niedrig. Geh in Deckung, bis du dich wieder erholt hast oder benutze eine Adrenalinspritze. In Deckung gehen, Steuerung drücken, Adrenalinspritze, T benutzen.